Hallo und herzlich willkommen, meine Ladies and Gentlemen. Heute haben wir hier wieder was von Alphaweiß im Test, und zwar eine kleine CNC-Graviermaschine. Ich habe da irgendwas gelesen von Laser und Fräse. Ich will mal gucken, ob wir hier quasi einmal vielleicht, ob es verschiedene Versionen gibt, ob es quasi einmal mit Laser gibt, einmal mit Fräse gibt, oder ob es quasi, ob beides mit im Paket inbegriffen ist. Und was man vor allem alles damit gravieren kann. Also ganz zum Anfang kann ich euch schon mal sagen, soweit ich das bis jetzt gelesen habe, ihr könnt ja jetzt nicht irgendwie auf Metall irgendwas rumgravieren, soweit ich weiß, aber so auf Holz oder zum Beispiel, wenn ihr mit dem 3D-Drucker irgendwas ausdruckt, auf diesem Plastik solltet ihr gravieren können. Kommt halt darauf an, also PLA sollte, glaube ich, gehen, was ABS, weiß ich jetzt nicht. Ich drucke sowieso nur mit PLA, von daher ist mir das persönlich wurscht. Hier haben wir so einen kleinen Zettel auf jeden Fall schon mal mit dabei. Ich gucke erstmal, dass ich hier auf jeden Fall soweit schon mal alles raushole. Hier 10C 3018 steht hier irgendwas drauf. Hier können wir lesen, was quasi alles mit dabei ist. Quasi eine Package-List, wo dann quasi händisch hier ein Häkchen immer gemacht wurde. Und dann sieht man jetzt hier, Workbench ist auf jeden Fall mit dabei, Lead Screws dabei, Polish Rod ist mit dabei, Aluminium Rod ist mit dabei, Supports mit dabei, Fixed Rack, Step Motor, Power, USB Cable Control Board, Cutters, Others und so weiter und so fort. Überall ein Häkchen dabei, wunderbar. Finde ich auf jeden Fall schon mal gut. Das Power Cable hier ist auf jeden Fall ein deutsches Kabel, also ist auf jeden Fall mit... mit einem deutschen Stecker, aber leider muss ich hier gerade sagen, das war gerade ein bisschen verbogen hier, dieser eine Stecker. Das kann aber sein, weil ich hatte das Paket schon ein paar Tage offen, es kann sein, dass da irgendjemand vielleicht drüber gelaufen ist. Und ich habe jetzt hier gerade das versucht gerade zu biegen und habe dabei den einen Stecker abgebrochen. Aber ich glaube, das ist eher meine Schuld, aber das ist nicht schlimm, weil dieses Kabel habe ich auch... zuhauf hier zu Hause. Wichtig ist aber, dass hier das Netzteil nicht kaputt ist. Und das ist ganz normal. Ist ein AC-Adapter, und zwar mit einem Output von 24 Volt und 5 Ampere. Und das ist vollkommen in Ordnung. Wie gesagt, hier muss ich halt jetzt nur ein anderes Power-Cable dran machen. Das sind halt diese typischen Dinger, die ihr halt auch an euren Computer so dran macht. Wer läuft auch über so ein... Ich bin sogar selber über den... Weil der stand die ganze Zeit hier, wenn ihr mein Studio kennt. Hier ist quasi hier mein Regal mit den 3D-Druckern und meiner Anlage und so. Und da stand die ganze Zeit jetzt... Ich habe das Paket jetzt bestimmt schon seit ein, zwei Wochen hier stehen. Aber ich hatte alles keine Zeit, weil es war also super schönes Wetter. Dann habe ich draußen Reviews gemacht und so. Und wofür ist das hier an der Seite? Man kann das hier an der Seite nochmal... Achso, von 12 Volt bis 24 Volt kann man das hier quasi... noch einstellt. Das ist natürlich cool. Falls ich das irgendwann mal für was anderes verwenden möchte, kann ich auch hier auf 12 Volt runterstellen. Nice! Auf jeden Fall war alles schönes Wetter draußen, und dann wollte ich lieber draußen filmen, anstatt hier drin. Deswegen, ja, stand die Kiste ein bisschen hier, und dann bin ich auch das ein oder andere Mal drüber gestolpert. Ja, passiert. Wow! Das wollte ich eigentlich nicht. Ich nehme die hier so raus. Huch! Hier ist ein bisschen Kabel. Ich hole einfach mal alles raus hier. Hier sind so ein paar andere Dinge. Zack, zack. Stopp. Das ist soweit leer hier. Zack, alles wieder rein. Und Paket war auf jeden Fall sehr kompakt gepackt. Und ich glaube, entweder ist das hier die Anleitung, wie man das Ganze zusammenbaut. Oder die Anleitung ist hier auf der CD. Ich weiß aber nicht, ob ich noch ein CD-Laufwerk habe. Es ist auf jeden Fall eine CD, wo einfach nichts ist, weiß einfach nur. Ich habe jetzt auf der CD gefunden, da ist ein Ordner, da man muss quasi nach dem Modell suchen. Also quasi bei mir stand ja hier drauf 3018, habe ich euch ja eben mal vorgelesen. Und wenn man diesen Ordner 3018 dann gefunden hat, dann kann man da drin gucken. Da stehen dann Assembly Instructions, und das drucke ich jetzt gerade aus. Das ist auch das, was ihr da im Hintergrund hört. Ich habe nämlich den Drucker an. Und ich drucke mir das jetzt einfach mal aus, und dann haben wir quasi eine bebilderte Anleitung, wie man diese Einzelteile da hier hinter mir zusammenbaut. Weil ganz ehrlich, mit so einem Päckchen Schrauben und irgendwie so ein paar Aluminiumprofilen, die hätte ich mir theoretisch auch einfach so im Baumarkt kaufen können, schätze ich mal. Aber die Assembly Instruction, also die Zusammenbauanleitung, das ist das, was ja hier eigentlich das Produkt so ein bisschen ausmacht. Und ich bin froh, dass das doch noch auf der CD mit dabei war. Und es sind auch sehr viele 3D-gedruckte Teile dabei, was ich auch sehr, sehr, sehr cool finde. So, ihr hört jetzt auch schon, die ersten Seiten kommen aus dem Drucker raus. Ich werde jetzt mal gucken, dass wir das zusammengebaut bekommen.
So, die ersten paar Seiten habe ich jetzt hier auf jeden Fall mir schon mal rausgeholt. Ich weiß nicht, ob der immer noch irgendwas ausdruckt, aber die ersten paar Seiten haben wir auf jeden Fall schon mal. Mit dem Papier kann ich nichts anfangen, mit dem Papier kann ich nichts anfangen. Das ist die Hülle von der CD. Und dann haben wir hier auf jeden Fall schon mal Woodpecker CNC Assembly Instructions. Aha, Woodpecker. Woody Woodpecker. Mal gucken, wer es kennt. So, und dann habe ich... Mein Drucker, der hat jetzt irgendwie doppelseitig gedruckt. Egal. Size of some parts. Achso, die Größe von manchen... Okay, gut. Ist in Ordnung. Ist hier so ein bisschen beschrieben. Hier quasi auf dem Board kommt... Hier kann man mit USB... Hier kann man dann 12 bis 36 Volt reinknallen. Okay, gut. Das ist quasi so ein, wie so eine Art Deckseite. So, dann haben wir hier... Ich glaube, das brauche ich erst ein bisschen später oder so. Oder? Ernsthaft? Ist das, wie ist das? Also Leute, ganz im Ernst, ich verlinke euch mal auf Deal Heroes, da wo ihr das hier euch ja, bestellen könnt, wo ihr quasi immer den besten Preis dann bekommt, verlinke ich euch auch mal unten nochmal eine Aufbauanleitung, weil letzten Endes, das hier sind einfach nur ja, Bilder von Teilen, die zusammengebaut sind, aber nicht irgendwie so, okay, jetzt musst du das machen, jetzt musst du das machen, jetzt musst du das machen. Ich meine, gut, ihr habt jetzt hier auch das Video jetzt dann dazu, aber das ist ja echt, huch. Okay, weil es gibt auf jeden Fall von Gearbest gibt es ein Video mit dazu, wo man wirklich sieht halt, wie Schritt für Schritt so ein bisschen die Sachen aufgebaut werden. Aber ich hätte jetzt gedacht, wie hätten wir wirklich so Schritt 1 macht das und das, Schritt 2 macht das, also das ist dürftig. Das finde ich jetzt ein bisschen dürftig, ehrlich gesagt. Das finde ich jetzt nicht so schön. Das haben wir schon mal soweit zurechtgelegt. Aber was ich jetzt hier auch noch gerade gesehen habe, zuerst sollte man hier diese Teile vorbereiten. Also Gearbest, ganz ehrlich, da muss ich mit euch mal ganz kurz ein bisschen schimpfen. Weil das sieht man so gar nicht. Es ist weder in der Beschreibung gut beschrieben, noch sieht man es in dem Video gut. Deswegen mache ich es jetzt hier an der Stelle gut. Also ihr seht diese Winkel hier, ja. Und dann habt ihr quasi, hier sieht man diese Schraube, ja. Die kommt quasi von innen. Also erst auf die Schraube kommt so eine Unterlegscheibe hier. Die sieht man hier, ja. Auf die Schraube kommt eine Unterlegscheibe und dann kommt die Schraube von innen in diesen Winkel rein. Und von außen kommt dann hier so eine Nut ist das, glaube ich, ja. Kommt hier rein und zwar so rum, dass die so hier zeigt. Also dass quasi das größere Stück an dem Winkel dran ist und dann so quasi konisch zuläuft, also so spitz vom Dings zuläuft. Kann man immer schon mal so ein bisschen festmachen und das bereitet man jetzt vor. Ich würde mal sagen, für alle von diesen Winkeln hier sind ja schon ein paar Stück mit dabei. Jetzt haben wir auch die ganzen Teile schon mal vorbereitet. Jetzt haben wir hier noch ein paar von diesen Nuten übrig. Betonung liegt auf einem T. Ja. Wir haben hier noch ein paar Nutensteine übrig. Die legen wir mal auf die Seite. Und dann legen wir uns das hier erstmal dann so quasi hier hin. So, ganz normal. Und drehen uns das dann hier schon mal so nach oben sozusagen, ne? Weil ne, so ungefähr kommt es ja dann hin. Dann müssen wir quasi hier gucken, einmal, dass wir solch eine Ecke, ne? Also solchen Nutenstein, also so eine Ecke mit einem Nutenstein, einmal hier so reinschieben, dass dieser Nutenstein quasi gerade sich da reinsetzt und dann drehen wir den hier mit so einem Innenbus, drehen wir den dann hier quasi fest. Und dann verkeilt er sich sozusagen und dann ist das dann somit dann quasi fest. Ich mache es jetzt erstmal an einer Seite so ein bisschen fest und dann hier an der nächsten Seite. So, das ist echt ein bisschen kompliziert und das ist echt ein bisschen Fuddelarbeit, Leute. Das kann ich euch schon mal verraten.
So, nachdem das dann hier einmal sitzt, tun wir das hier einmal auf die Seite und dann nehmen wir uns hier die anderen vier Röhrchen und müssen, ich glaube, so und so das Ganze irgendwie zusammenbauen. Also quasi, dass die kürzeren an der Seite sind und die längeren so quasi in der Mitte, so dann da wie so ein eingesandwiched quasi werden. Ich sage, fangen wir hier ganz genau wieder wie bei dem anderen auch an. Und machen hier die erste Ecke erstmal dran. Wie gesagt, immer hier diese Schräubchen, also diese Nuten, relativ weit ans Ende der Schraube machen, weil dann setzen die sich, also nur dann setzen die sich hier quasi richtig rein. Und dann habt ihr da auch keine Probleme mit. So, jetzt wird es dann noch ein bisschen komplizierter. Also ganz ehrlich, einfach ist anders. Aber gut, ist halt eben so. Wir nehmen uns auf jeden Fall wieder das Ding hier. Dann legen wir das hier so vor uns. Und jetzt müssen wir quasi hier wie so ein T-Profil sieht das beinahe aus. Gibt es hier ein paar Päckchen von. So, die machen wir einmal auf hier. Das sind jetzt hier mehrere. Ich mache die mal alle einfach kurz auf. Dann nimmt der hier quasi immer, jetzt nehmen wir uns dann quasi immer hier von diesen T-Profilen quasi immer eins, nehmen wir uns jetzt mal hierher, gehen dann her, tun von oben links und rechts solch eine Schraube rein und dann von unten jeweils so ein Nut-Ding hier dran machen, auch wieder genauso wie bei dem anderen. Nur diesmal brauchen wir es vielleicht nicht ganz so sehr fest zu machen, weil wir wissen ja schon, das muss ganz an der Spitze der Schraube sein, so dass ja, sich das dann gut festziehen kann. Jetzt ist aber hier ein kleines Problemchen. Der tut das jetzt hier dann so rein und dann misst er, ich meine, ich habe das Werkzeug, hätte ich da, ja, er hat jetzt hier so ein Ding und dann misst er hier quasi, hier einmal Zero, so, und dann misst er hier, ja, okay, das muss so und so viel Zentimeter nach da. Ich habe keine Ahnung, wie viel Zentimeter das steht da nicht dabei. Das ist ein bisschen doof gerade an der Stelle. Ich habe auch hier nirgendwo jetzt irgendwelche Maße dazu gefunden. Voll gut. Ich habe jetzt hier gerade die Maße gefunden, wie das hier festgemacht werden muss. Also das hier nochmal ganz kurz auf die Seite. Dann können wir das hier schon mal nochmal ganz kurz richtig machen. Und zwar steht das hier in der Anleitung drin. Man muss halt eben nur mal die Augen aufmachen. Ich habe es doch echt vorher nicht gesehen. Bin ich denn vollkommen nass? So, der hat genau das jetzt einmal andersrum erstmal. So rum. Und zwar steht es hier genau drin, man muss quasi von der Kante hier 70 mm bis zum Inneren hier und zwischen den beiden muss von der Mitte zur Mitte 220 mm sein. Also, ich verlinke euch auf jeden Fall mal so ein Ding hier unten in der Videobeschreibung, weil das ist jetzt hier tatsächlich unablässig, beziehungsweise, ja, ihr könnt es auch mit dem Lineal messen, aber das ist, glaube ich, etwas schwieriger. Da ist das hier mit dann schon ein bisschen besser. Ich mache das hier nochmal links und rechts ein bisschen locker. Und dann passt das. Ja, dann kriegen wir das hier auf jeden Fall besser hin. So, ich guck mal hier, dass ich das einmal auf Zero stelle. So, und jetzt brauchen wir quasi hier links 70 mm. Das machen wir aber gerade so. Ja, bis zur Mitte quasi im Grunde genommen. Also so, jetzt muss ich hier 70 mm abmessen. So. Ne? So sind wir genau bei 70 mm und da muss diese Mitte hier sitzen. Ja, ich denke, das ist so ganz gut. Hier haben wir auf jeden Fall 70 mm, hier machen wir es auf jeden Fall fest. So funktioniert das doch wesentlich einfacher. Dann können wir es auch wirklich jetzt ein bisschen fester machen. Und jetzt auf der anderen Seite brauchen wir hier genauso 70 mm und dann müssen dazwischen, jetzt habe ich es natürlich hier wieder ein bisschen verschoben, und dann müssen dazwischen, wie gesagt, 220 sein, das können wir dann auch nochmal nachmessen zum Kontrollieren. Das passt soweit auch hier wieder. Ist dann doch weiter rechts und links, als ich dachte, weil am Anfang war es ja doch so da ein bisschen, wie man auf der anderen Seite sieht, noch ein bisschen näher.
So, und jetzt müssen da dazwischen, zwischen Loch und Loch, gucken wir mal, ist immer noch wieder genullt, 220 mm sein. Ah, das passt natürlich, jetzt kann ich jetzt hiermit natürlich nicht messen, das ist natürlich, das ist jetzt ärgerlich. Aber gut, ich messe jetzt einfach mal so ungefähr, also bis dahin sind jetzt 15,6 bzw. 156. Oder komm, machen wir mal 150. 150 sind ungefähr bis da. Und dann gucke ich von hier, müssen es dann jetzt nochmal 50, 70 ungefähr sein. Ja, kommt hin. Ist richtig. Geil. Also so könnt ihr so ein bisschen die Kontrolle machen. Das Ganze machen wir auf der anderen Seite nochmal exakt genauso. Also auch wieder 70 links, 70 rechts, 220 in der Mitte. So, dann haben wir das auch gerade. Sieht man das auch hier. Zack, zack. Das passt. Wunderbar. Bärchen, alles Klärchen, das können wir schon wieder auf die Seite legen. Und genauso war es nämlich jetzt hier bei dem Ding auch. Da stehen die Maße mit dabei. Man muss nur gucken, wo die stehen. Und dann hat man da auch gar kein Problem. Muss nur gucken, zack, 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 zack. Hier sehen wir auf jeden Fall einmal das Ding. Die müssen quasi 110 mm auseinander sein. Das ist in Ordnung. Aber auf irgendeinem Zettel steht auch drauf, wie jetzt die Maße zwischen diesen Dingern sein muss. Und ich habe auch gesehen, man braucht nicht nur diese Dinger, man braucht auch noch so ein anderes Ding, was in die Mitte kommt. Das müssten wir genau einmal haben. Und zwar ist es das Teil hier, was in die Mitte kommen soll. Und das kommt dann quasi auch hier so hier hin. Und auch das wird, glaube ich, mit den gleichen Schräubchen und Nütchen befestigt. Müssen wir mal ganz kurz gucken, weil es halt auch aus dem 3D-Drucker. Ja, das passt soweit ganz gut. Also auch wieder hier oben einfach die Schräubchen reinstöpseln, unten dann wieder die Nuten dran machen und dann kommt das quasi hier in die Mitte rein. Der hat jetzt hier quasi erstmal die anderen alle reingemacht. Ich mache es jetzt halt eben von oben nach unten hier von meinen Lamellen so, dass ich das quasi Schritt für Schritt alles hier reinschiebe. Das kommt quasi hier so rein in die Mitte. Na, habe ich schon einmal zu fest gedreht vielleicht. So, und jetzt kommen hier die noch natürlich rein und dann können wir es gleich abmessen, dass das von den Maßen her stimmt. Und wenn die Maße stimmen, dann können wir es dann auch festschrauben. Da das jetzt hier nicht genauer bemaßt ist, werde ich es jetzt einfach so machen, weil ich habe jetzt hier auf den Bildern schon gesehen, dass quasi das hier die Lager sind, dafür, damit hier so Stangen hinkommen, damit das da gerade drauf läuft. De facto muss es quasi so sein, dass das Ding irgendwann dann mal hier so, natürlich andersrum, aber so halt drauf sitzt und dementsprechend hier diese Dinger quasi hier nach links und rechts so weit geschoben werden müssen, dass die hier mit diesen Dingern hier fluchten. Das heißt, wir schauen, dass wir das quasi so hinbekommen, dass das hier passt. Und das Gute ist, das Ding passt hier quasi im Grunde genommen fast genau hier in diese Winkel rein. Das heißt, wir können es uns hier auch so einfach dann ausmessen und das ist nämlich dann wesentlich einfacher. Das heißt, wir gucken mal, dass wir das hier so relativ in die Mitte machen. Jupp, so passt das ungefähr. So. Na, ein bisschen noch so. Und jetzt gucken wir quasi von diesem Metall hier bis zu dieser Mitte. Das ist genau 43. Nee. Sind es etwa 42 mm. Das heißt, ich gucke quasi 42 mm, dass ich hier immer 42 mm. vom Rand nehme und dass dann da quasi die Mitte von dem Ding da ist. So, das heißt, so hier. Und faktisch muss das Ding hier in der Mitte dann natürlich in die Mitte. Schätze ich jetzt einfach mal so. Das heißt, wir gucken, wie lang ist das Ding hier insgesamt. 30 cm, das heißt, auf 15 cm kommt dann quasi das Ding hier in der Mitte. Das heißt, wir gucken uns hier die 150 raus. Und dann gucken wir natürlich, dass das hier genau in der Mitte sitzt. Das ist so ungefähr die Mitte. So. Jetzt haben wir das alles auch schon mal soweit fertig. Also das kann jetzt nicht mehr so viel darum moven. Kommen die Teile jetzt hier quasi zusammen. Und zwar hier mit diesen Stäbchen. Ja, die passen im Grunde genommen genau hin, die kürzeren. Deswegen nehmen wir jetzt einfach mal die kürzeren.
Und zwar machen wir das jetzt quasi erstmal so, dass wir das Ding jetzt hier so vor uns nehmen und dann tun wir erstmal quasi hier ein Stäbchen reinschieben. Ich glaube, wir müssen das aber hier erstmal ein bisschen lockern, weil das ansonsten gar nicht so leicht aufgeht da an der Seite. Es ist ein bisschen schwierig, aber mit ein bisschen Rumwackelei und Fummelei kriegt man das auf jeden Fall hin. Und jetzt müssen wir quasi hier das Ding einfach nur hier so schon mal ein bisschen auffädeln. Machen wir hier schon mal ganz kurz so, tschakalaka. Und jetzt können wir das Ding auch einfach mal umdrehen, weil dann können wir es von der anderen Seite, kann man das dann einfacher festmachen. Also einfach hier so umdrehen und dann ja, können wir das quasi hier so weiter reinstecken. Also, und nachdem man das dann hier wirklich gut ausjustiert hat, dass die so relativ gut in der Mitte sitzen, würde ich euch dann empfehlen, hier die Schräubchen, diese Madenschräubchen natürlich wieder reinzudrehen. Ich habe jetzt hier sogar eine komplett rausgemacht aus Versehen. Ja, weil ich habe das hier wirklich erstmal ganz locker gemacht, sodass ich die hier alle dann draufsetzen kann, sodass die alle ja, dann auf jeden Fall gut positioniert sind und dann natürlich auch gut sitzen. Ne, damit das hier dann sich wirklich sehr gut und leicht hin und her verschieben lassen kann. Und danach macht ihr hier die Madenschrauben einfach überall fest. Dann greifen die nämlich die Stäbe, also die halten dann die Stäbe fest und die auf den Stäben ist dann hier das Druckbett, sage ich mal, beziehungsweise hier das Werkbrett, wie auch immer, ist dann auf jeden Fall gut geführt. So, habe ich jetzt auch relativ gut festbekommen und vor allem, ich habe jetzt hier quasi an allen Ecken, guckt etwa gleich viel raus und jetzt können wir auch hier schon sehen, ja, das funktioniert soweit schon mal ganz gut und da kann man schon mal stolz drauf sein, dass man schon mal so weit gekommen ist, war ja auch schon schwer genug bis hierhin. Als nächstes müssen wir quasi hier diese Motoren so ausrüsten, damit die quasi damit die auch was bewegen können. Dafür hat man hier diese roten Zylinder, sage ich jetzt einfach mal. Und da sieht man auch, die sind auf einer Seite etwas größer innen drin und auf der anderen Seite etwas kleiner. Die kleinere Seite kommt hier auf diese Motoren drauf, also einfach hier so zack, bum, bang draufstecken. Und dann hier einfach festschrauben. Geht relativ easy. Und hier müsst ihr wirklich gucken, dass es wirklich gut fest ist. Weil ja, hier im Grunde genommen dann die Kraft des Motors von hier übertragen wird eben auf die Gewindestange. Jetzt brauchen wir, soweit ich das gesehen habe, hier diese zwei Teile. Beziehungsweise erstmal eins davon. Und müssen dann hier, das stelle ich mir schon mal so hier hin, weil dann müssen wir gleich auf diese Seite. Und das kommt dann quasi einmal hier so oben drüber. Und zwar, ihr müsst nämlich auf diesen weißen Anschluss achten vom Motor. Denn dieser Anschluss, der muss genau entgegengesetzt von diesem Blechwinkel, von diesem Metallteil im Grunde genommen sein. Das heißt, wenn das Metallteil auf der einen Seite übersteht, dann muss dieser weiße Anschluss genau auf der anderen Seite überstehen. Das heißt, ich muss das Ding hier einmal um 180 Grad drehen und dann montieren. Shit happens. Okay. Aber wie gesagt, lieber passiert mir der Fehler als euch. Dann könnt ihr von meinem Fehler lernen. So, hier brauchen wir jetzt wieder die kleineren Schräubchen mit den Unterlegscheibchen und den normalen Nuten wieder. Und zwar machen wir das Ganze so, dass der Motor kommt quasi so hin, dass das Rote hier quasi Richtung innen zeigt. Dann müssen wir quasi immer ein so ein Schräubchen nehmen, Unterlegscheibe drunter und dann hier von hinten, also von der schwarzen Seite so hinten durch. Ne? So, und das Ganze machen wir dann nochmal. Also einmal wieder Schräubchen, Unterlegscheibchen drauf, von der schwarzen Seite aus durch, sodass quasi das Gewinde auf der roten Seite hier durchguckt. Und dann hier wieder, genau wie am Anfang bei den Winkeln, diese Nut drauf machen, so dass natürlich wieder die so konisch zuläuft. Und dann kommt quasi das Ding einfach hier an der Seite dann dran. Und dann könnt ihr hier mal schon mal gucken, dass das hier so etwa mittig sitzt und dann macht ihr das hier schon mal so weit fest. Also eine Feder nehmen, ein Messingstück nehmen und dann kommt das hier einmal so drauf. Und dann kommt das hier hinten in das Loch so rein und dann nehmt ihr auch wieder hier die kürzere Gewindestange. Genau, die kürzere Gewindestange auf jeden Fall, genau. Und dann einmal so. Und jetzt müssen wir quasi hier von der anderen Seite quasi diese Gewindestange einmal hier so durchschieben. Also quasi einmal hier so reindrehen. Die kommt dann hier auch noch in dieses andere Ding rein. So.
Also einfach wirklich komplett reindrehen, bis es hier auf der anderen Seite, also bis ihr quasi hier wieder bei diesem roten Ding da ankommt. Ist ein bisschen Arbeit, aber einfach reindrehen. Und jetzt gucken, dass ihr hier genau in das Loch reinkommt. Und jetzt ist hier natürlich auch wieder wichtig, dass wir hier am Anfang diese Madenschrauben natürlich erstmal wieder locker flockig aufmachen. Dass da auf jeden Fall innen drin nochmal Platz ist, dass dieses Gewinde, dass diese Gewindestange da ganz weit rein kann. Jetzt machen wir hier diese Madenschräubchen hier wieder fest auf jeden Fall, dass diese Madenschrauben eben das Gewinde, die Gewindestange in diesem Teil wirklich richtig gut festhalten. Das ist jetzt hier eben unser Ziel und das ist echt verdammt wichtig, weil dadurch wird quasi jetzt richtig gut die Kraft des Motors über die Gewindestange, also über dieses rote Teil an die Gewindestange übertragen und somit quasi an das Teil hier. Und jetzt weiß ich, glaube ich, auch, wofür diese Feder da ist, damit das nämlich nicht so ruckartig da die Kraft überträgt, sondern eben so ein bisschen smooth die Kraft überträgt. Ich glaube, dafür ist das Ding da. So, das haben wir jetzt auch wieder hier fest. Und jetzt ist es quasi so, wenn ich jetzt quasi... Ja gut, das kann ich jetzt gar nicht mehr einfach so hin und her bewegen. Wenn ich es hin und her bewegen will, dann muss quasi hier... Das Ding muss jetzt hier bewegt werden, damit sich das hier bewegt. Ne? Wenn ich jetzt hier an der Gewindestange dran drehe, dann wird das Ding hier vor und zurück bewegt. Das ist der Sinn und Zweck. Es funktioniert auch einwandfrei. Damit das Ganze jetzt auch gut geführt ist, haben wir hier noch so ein anderes Teil, auch aus dem 3D-Drucker mit dabei. Also was hier quasi aus dem 3D-Drucker stammt. Warte mal, was ist das Teil, was hier dran kommt? Das hier ist für was anderes. Siehst du, gut, dass ich nochmal aufgepasst habe. Genau, das kommt nämlich hier so oben dran einfach nur. Ich glaube, das war dieser hier. Yep. Wunderbar, alles klar, das passt. Nachdem wir das dann hier schon mal fertig gebaut haben, können wir das einmal hier vorne abstellen und dann nehmen wir uns wieder das hier zur Hilfe und machen hier im Grunde genommen auch wieder was Ähnliches. Und zwar hier müssen wir quasi links und rechts einmal diese Dinger hier befestigen. Auch hier wieder natürlich mit Zackalacka, einmal hier die Dinger von oben rein, von unten die Nut wieder dran, ihr wisst Bescheid. So. Sitzt, wackelt und hat Luft. Jetzt müssen wir hier natürlich wieder das Stäbchen einmal reinstecken. Das können wir hier schon mal, beziehungsweise erstmal die Madenschraube hier natürlich wieder etwas lösen, damit wir hier ein bisschen mehr Platz haben. Hier das Dingeling. Muss man gerade mal gucken, wie rum. Ich glaube, so war das. Genau so. Also einmal hier quasi Stäbchen rein, Spender sein. Ne, quasi so. Und dann hier durch die Kugellager durch. Ich mache jetzt hier erstmal durch das obere. So, also der Motor muss quasi hier oben auf jeden Fall sein. So, und jetzt schieben wir das hier komplett durch bis zur anderen Seite. Und dann da wieder rein. So, und jetzt müssen wir halt hier wieder gucken, dass wir das ungefähr gleich weit auf beiden Seiten reingeschoben bekommen. Was ich jetzt da gemerkt habe, was man gut machen kann, was gut funktioniert, ist hier sich einfach so einen kleinen Schraubenzieher zu nehmen. Und dann hier oben dazwischen zu gehen. Ich würde es aber nicht mit zu viel Gewalt machen, weil es könnte sein, dass es dann sonst bricht. Aber ich mache es hier quasi mal so ein bisschen so rein. Dann hält das nämlich hier den Spalt weiter auf. Und dann kann man das hier ein bisschen leichter justieren. Und wenn man es dann fertig hat, macht man das Ding hier so wieder raus. Und dann funktioniert das so. Ist aber mit Vorsicht zu genießen, nicht, dass ihr, also wenn ihr euch da irgendwas damit kaputt macht oder ne, wenn ihr zu sehr drauf kloppt, bin ich nicht verantwortlich, wenn das bei euch kaputt geht. Von daher ganz viel mit Vorsicht, ne? Man kann es auch so wahrscheinlich hinbekommen. Ich habe es nur so gemacht, weil ich es so einfacher finde und schneller vorankomme. Ja. Das funktioniert schon mal so, wie es soll. Und jetzt machen wir genau das gleiche im Grunde genommen mit dem anderen Ding hier auch wieder. So. Und nachdem das da wieder fest ist, kann ich jetzt hier wieder auf der anderen Seite meinen Trick 17 anwenden. So. Dann ist da ein bisschen mehr Platz und dann können wir das hier leichter einfach durchschieben. So. Gucken, dass wir jetzt hier auf beiden Seiten etwa gleich haben, dass die Stange hier auf jeden Fall fest ist. So, Schraubenzieher kann wieder weg, Hammer kann wieder weg und die Madenschrauben können jetzt festgedreht werden, damit auch diese Stange sich jetzt hier schön da fix an der Stelle befindet, wo sie eben sein soll.
Und da wir das Ganze natürlich jetzt auch noch motorisiert bewegen wollen, ich meine, so funktioniert ja schon mal so ganz gut, ne? Kann man hier links, rechts alles schon mal tippitoppi. Aber wir wollen das Ganze ja noch motorisiert bewegen. Deswegen auch wieder hier das rote Ding wieder dran, habe ich ja eben schon gemacht. Dann brauchen wir auch hier wieder diese Metallplatte. Jetzt können wir direkt von Anfang an drauf achten. Anschluss geht nach da, das heißt, das überschüssige Metall geht genau in die entgegengesetzte Richtung. Und dafür brauchen wir auch wieder hier unsere Schräubchen mit dem Köpfchen. Und dann hier von hinten durch das lange Loch rein. Von der anderen Seite die Nute ein bisschen drauf, die Nut ein bisschen drauf, so, und dann dasselbe nochmal, Schräubchen, Unterlegscheibe, zack, bum, bang, und dann sitzt das hier, und jetzt müssen wir den Motor quasi hier von der Seite, also ich mache es jetzt hier rechts auf die Seite hin, ich glaube, da macht es am meisten Sinn, einfach hier so an die Seite dran, genau in der Mitte zwischen diesen beiden Stangen hier. Ich mache es jetzt auch einfach mal so, dann kann ich es, glaube ich, einfacher montieren. Gucken, dass es etwa mittig sitzt. Zack. Ja. Ist soweit gut fest. Ja, und hier müssen wir jetzt auch wieder die Gewindestange dran machen. Das heißt, wir nehmen auch wieder Gewindestange und dann brauchen wir hier wieder das andere Messingteil und die Feder wieder. Also Feder wieder über Messingteil. Dann müssen wir quasi hier von dieser Seite die Gewindestange schon mal so ein bisschen in das Messingteil reinschrauben, sodass quasi die hier vorne durchguckt und dann hier auf der Seite der Feder noch so ist. Und dann schieben wir das quasi hier von der anderen Seite einfach rein. So. Ne? So. Und können wir das hier nämlich so reinschieben. Und quasi auf der anderen Seite dann in das Gewinde rein. So, dann kann das hier auch schon wieder mit den Madenschrauben festgemacht werden, dass die Gewindestange hier wirklich gut dran festhält. Auf beiden Seiten. So, und wenn das jetzt fest ist, dann müssen wir quasi hier von der anderen Seite gucken, dann kommt hier nämlich noch so ein Clippy-Whippy dran. Und das ist jetzt auch wieder relativ easy, weil hier brauchen wir wieder nur eine so eine Schraube. Ich komme dann quasi einmal hier so rein, dann kommt von der anderen Seite hier wieder so eine Nut rein. Aber jetzt müssen wir gleich ein bisschen aufpassen. Na, komm, erst über die Nut muss hier drauf. Komm, geh da drauf jetzt. So, Nut ist drauf. Wir müssen das hier so von der Seite dran machen. So, das heißt, wir gucken, dass wir es erst oben vielleicht so ein bisschen eindingsen. Und dann müssen wir gucken. Ja, so passt es ungefähr. Ist halt ein bisschen tricky, aber das kriegt man hin. Einfach so drauf drücken, zack, und dann können wir hier das auch schon befestigen. Und dann ist das hier links und rechts super geführt und das kann sich dann jetzt hier, wenn man jetzt hier dreht, schön nach links und rechts bewegen. Das ist schon mal super. So, als nächstes nehmen wir uns hier quasi einfach wieder diese zwei Winkelchen und machen die quasi hier unten bündig so dran, dass wir das quasi dann woanders draufsetzen könnten. Und dasselbe machen wir jetzt auch noch auf der Innenseite. Das heißt, ihr habt es quasi jetzt einmal sozusagen vorne dran und jetzt können wir das jetzt hier mal so seitlich hinstellen. Und hier innen kommt dasselbe quasi dann auch nochmal dran. Also so quasi. So, auch das sitzt, wackelt und hat Luft. Jetzt haben wir da auf jeden Fall schon so einen guten Winkel, womit man das dann jetzt gleich schön auf dem Hauptding montieren kann. Und genau das machen wir jetzt auch. Wir nehmen jetzt quasi einmal uns so hier diese Base. So, oh, hier ist uns ein Ding rausgekommen. So, und dann packen wir das hier auf die mittlere, also das kommt nicht ganz hinten hin, sondern auf dieses mittlere Ding hier, wo wir diesen Winkel haben, schon mal so drauf. Und dann können wir das hier schon mal festmachen. Ich mache das hier aber, glaube ich, erstmal so weiter nach vorne. Dann habe ich nämlich mehr Platz da. Ja, kann ich euch echt nur empfehlen, das hier wirklich ganz weit nach vorne zu machen. Dann habt ihr da nämlich den meisten Platz. Und dann könnt ihr hier quasi einfach hergehen und könnt das hier dann über Eck so einfach dann festmachen. Ne? Sitzt, wackelt und hat Luft und ohne Scheiß, Leute, ich fühle mich jedes Mal so ein bisschen wie Iron Man, wenn ich jetzt wieder so einen Schritt weiter komme und ich sehe, jawohl, es funktioniert so langsam. Man fühlt sich echt mega, mega nice. Und damit das auch richtig festhält, haben wir hier nochmal zwei Plastikteile. Die hier sind nicht aus dem 3D-Drucker, die sind wahrscheinlich gegossen oder so. Und hier kommen auch wieder zwei von diesen Schräubchen rein, auch wieder mit Nuten versehen. Also quasi erstmal hier so Schräubchen Nummer 1 und dann kommt hier eine Nute dran. Eine Nut. Mann.
Aber das ist gar nicht so leicht, das da dran zu kriegen, weil man muss das hier, sag mal, so ein bisschen reinstöpseln und dann von der anderen Seite hier so die Nut dran machen. So. Und dann kommt das quasi ganz easy hier nochmal als Stabilisierung so hier dran, ne? Dass das hier nochmal so als Querverstrebung dran ist. So. Sitzt, wackelt und hat Luft. Also ich würde sagen, stabilitätsmäßig, da machst du nichts. Geil. So, und jetzt brauchen wir quasi hier das Board auch schon. Und können das jetzt schon mal hier dran machen. Aber so, dass man hier die weißen Anschlüsse oben hat. Also quasi am Ende sitzt das Ding quasi hier so hier dran. Muss nur mal überlegen. Und ja, genau, auf dieser Seite hier. Also da, wo hier auch der Motor ist, sitzt das hier dran. Also so. So hier in der Ecke sitzt am Ende quasi das Ding dran. Ich drehe es mir nur mal so zu mir, dann kann ich es nämlich besser montieren. Und übrigens, legt euch was unter den Tisch, weil ihr kriegt auf jeden Fall Kratzer. Mir ist es halt nur egal, weil das ist halt hier mein Unboxing-Table und wenn hier Kratzer drin sind, dann ist das Nostalgie. Aber wir haben noch, genau, hier diese Plastikpenöpelchens, weil wir wollen natürlich jetzt hier nicht das einfach so dran rotzen, sondern wirklich hier mit ein bisschen Bedacht das Ganze machen. Und ja. Deswegen müssen wir hier ein bisschen vorsichtig sein, quasi einfach immer, ich würde mal sagen, hier oben und unten, also erstmal, beziehungsweise erstmal fangen wir oben an, einmal hier Schräubchen durch, dann Plastikpenöpelchen dran und dann die Nut so hier dran setzen. So, sitzt, wackelt und hat Luft. Und jetzt müssen wir das Ding im Grunde genommen nur noch verkabeln. Da muss ich jetzt mal genauer gucken. Also wir haben jetzt hier quasi noch den Laserkopf. Das könnten wir quasi dann einfach austauschen. Das heißt im Grunde genommen, ihr könnt dann quasi das hier vorne einfach gegen das hier austauschen. Dann habt ihr den Laser dran. Aber jetzt wollen wir erstmal die Verkabelung hier von dem so weit machen. Kabel haben wir auf jeden Fall hier. Das heißt, wir machen das jetzt hier auf jeden Fall mal auf hier. Das erste kommt hier oben rein in den Motor und das kommt hier quasi in den ersten rein. Das zweite Ding kommt hier an der Seite dran. Einmal so. Und kommt ihr hier ins vorletzte rein, also ins vierte kommt das hier rein. Das letzte kommt dann quasi hier unten rein, einmal zack. Und hier oben ins zweite. Kabelbinder so ein bisschen so zusammengemacht. Ich war gerade am Überlegen, inwiefern das Sinn macht. Ja, auch gut, das hier oben braucht ein bisschen mehr Platz, weil das sich links und rechts bewegt. Aber ansonsten, nur das braucht ein bisschen mehr Platz. Das andere erste mal nett. Und soweit ich das jetzt gesehen habe, hat der Rot quasi auf die rechte Seite gepackt und Schwarz auf die eben andere Seite. Also zack, Rot einmal auf die Seite, Schwarz einmal auf die andere Seite. Aber es reicht auch, wie gesagt, wenn man es einfach nur so dran steckt, weil das ist auf jeden Fall von der Verbindung her schon mal ordentlich fest, sage ich mal. Und jetzt würde ich aber hier nochmal einen weiteren Kabelbinder einfach nehmen, weil ansonsten hat man das eine Kabel hier so rumflottern, sage ich jetzt mal. Und das kann man dann quasi auch nochmal einmal hier oben vielleicht mit einem etwas kürzeren Kabelbinder. Hier sind ja unterschiedliche Längen dabei. Ich würde es hier oben einmal mit einem etwas kürzeren Kabelbinder an dem anderen hier schon mal so festmachen, dass das hier auf jeden Fall auch hinten so lang läuft sozusagen. So. Und dann kann man es hier mit dem anderen nochmal hier hinten dann mit dem anderen Kabel so ein bisschen verbinden. Das ist, denke ich mal, so die beste Lösung. Dinger noch kurz einmal abpetzen hier. So, einmal zack. 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 Und zack. Dabei natürlich aufpassen, dass ihr nicht die Kabel durchpetzt. Das wäre natürlich nicht so schön. Und dann habt ihr das schon mal so weit vor euch. Ne? Und dann können wir quasi hier das Ganze noch am Computer anschließen. So, das will ich hier noch ganz kurz wenigstens an einer Seite ein bisschen befestigen hier, damit wir hier schon mal auf jeden Fall das Ding nicht hier so rumwabbeln haben. Das ist jetzt natürlich ein bisschen groß hier mit so einer Schraube. Dings, und das ist auch scheiße, dass das nur auf einer Seite ist. Ja, ich weiß, könnt ihr mir alles gerne in die Kommentare schreiben, dass das ja total doof ist, wie ich das hier mache und so weiter und so fort. Aber ich habe jetzt halt nichts anderes da und es ist jetzt, denke ich mal, erstmal besser als gar nichts. Es hält auf jeden Fall schon mal so weit. Ich weiß jetzt halt nur nicht, ob sich das jetzt hier großartig nach vor und zurück bewegen kann. Ich gucke auf jeden Fall, dass es ein bisschen Bewegungsfreiheit hat. Und dann wollen wir jetzt mal gucken, ob das funktioniert. So.
Hier haben wir schon mal uns eine Datei reingeladen. Ich habe jetzt hier quasi einfach hier File und dann quasi hier Open und habe mir dann die Datei ausgewählt, die jetzt hier in diesem auf der CD drauf war. Hier unter NC-File, iPhone-Dings habe ich einfach hier genommen. Und ich habe jetzt auch hier schon mal gesehen, man kann hier auch schon mal manuell so ein bisschen was machen. Zum Beispiel könnte ich jetzt hier manuell diesen Kopf da starten. So, jetzt dreht sich das da hinten. Ja, das geht schon mal, das kann ich manuell. Ist jetzt hier mit 600er Speed und. Das kann man hier machen. Hoch, runter, links, rechts und so weiter und so fort. Ich habe es jetzt noch nie probiert, aber im Grunde genommen, er fängt jetzt quasi unten links an. Das heißt, ich müsste jetzt quasi so ein bisschen gucken, dass ich ihn jetzt schon mal so positioniere, dass er quasi relativ. Ups, ich sollte ihn vielleicht erst mal ein bisschen hoch. So. Jetzt so nochmal setzen, dass er quasi unten auf einer Seite anfangen kann. So, und jetzt andere Richtung. Man kann auch einfach 10er Schritte nehmen. Ich mache es jetzt halt ein bisschen dumm, ein bisschen ehrlich gesagt, aber ja. So könnten wir jetzt im Grunde genommen anfangen. Und jetzt könnte ich ihm jetzt hier sagen, wie, also dass er jetzt hier anfangen soll und da soll das hier abfallen. Also hier, zack, zack, home. Und jetzt nochmal Send. Jetzt macht er was. Okay, Job done. 1 Minute 49 hat er jetzt gebraucht. Ich habe mir jetzt hier gerade währenddessen nochmal angeguckt. Okay, Laser ist hier quasi auch mit dabei. Den könnte ich jetzt hier quasi auch dran klatschen. Wird dann quasi einfach hier vorne ersetzt. Kann man auch machen. Ja, doch, so ein bisschen erkennt man das schon. Vielleicht ein bisschen zu weiches Holz dafür. Aber ich denke, man kann auf jeden Fall hier etwas erkennen. Also hier soll wahrscheinlich das I sein. Na. Hier soll wahrscheinlich das I sein und dann hier so Phone. iPhone. Ist halt sehr weiches Holz. Deswegen ist das ein bisschen kacke. Aber, und das ist spiegelverkehrt, oder? Bin ich jetzt bescheuert? Ja, jetzt kann ich es nämlich da im Display gerade richtig rumsehen, weil der Display ist spiegelverkehrt. Ja, das hier ist nämlich eigentlich meine linke Hand und von euch aus müsste es jetzt so aussehen, als wäre es meine rechte Hand. Also quasi so, aber ist es ja nicht. Das ist spiegelverkehrt. Aha. Aber soweit schon mal interessant und da kann man auf jeden Fall so ein bisschen mit rumspielen. Also wenn ihr da Bock drauf habt, ein bisschen damit rumzuspielen, dann macht das auf jeden Fall mal. Ihr habt, wie gesagt, einmal hier
den Laser noch mit dabei, den könnt ihr einfach dran stecken und könnt dann damit ein bisschen, sag ich mal, gravieren. Dann wird das halt dann, sag ich mal, so schwarz, also wie als würdet ihr auf das Holz draufdrucken, sozusagen mit schwarzer Tinte. Dabei ist es wird halt schwarz gemacht, sozusagen ein bisschen, ne? Wird halt mit dem Laser eingebrannt. Und hier vorne hat man eben verschiedene Aufsätze, die kann man dran machen. Ich werde damit jetzt mal ein bisschen rumspielen, aber ich denke mal, so sieht man auf jeden Fall XYZ. Es funktioniert auf jeden Fall schon mal. Man muss sich ein bisschen damit auseinandersetzen, was ich definitiv noch machen werde. Aber so erstes Fazit schon mal, funktioniert auf jeden Fall. Aufbauen ist mega nervig. Also ganz ehrlich, aufbauen macht einfach keinen Spaß von dem Ding. Aber wenn es dann endlich steht und man hat jetzt, sag ich mal, das erste Resultat so vor sich, ist auf jeden Fall eine coole Sache, da freue ich mich sehr drüber und jetzt geht's halt nur noch daran zu gucken, dass man das Ganze perfektioniert, dass das schöner aussieht und so und dann werde ich mir noch ein paar kleinere Klemmen besorgen und vielleicht in Zukunft öfter mal auch etwas damit gravieren. Ich will vielleicht mal gucken, wenn ich das noch besser hinbekomme, dass ich mir sogar vielleicht bei meinem Helm das Schimmer Media Logo sogar eingravieren könnte. Nur dafür brauche ich erst noch mal ein bisschen mehr Praxis und ein bisschen mehr muss ich mir das Ganze angucken. Aber so auf den ersten Blick gefällt mir das schon mal sehr, sehr gut. Also jetzt habe ich auch eine eigene CNC-Maschine, sowohl einmal für Lasergravur als auch für, um etwas zu fräsen, um eine Gravur rein zu fräsen. Und das finde ich doch schon sehr cool und ja, anstrengend war es auf jeden Fall, wenn euch das Video gefallen hat, ne, wie ich das Ganze aufgebaut habe, wie wir jetzt erster Test und, wenn es euch gefallen hat, wirklich, es steckt eine Menge Zeit und Mühe und Arbeit drin, lasst mir bitte ein Däumchen nach oben, da würde ich mich sehr drüber freuen. Ich habe euch das Ding mal unten in der Videobeschreibung verlinkt, kriegt ihr für um die 150 Euro. Wie gesagt, aufbauend ist total nervig, ganz klare Sache, aber wenn ihr es dann einmal zusammengebaut habt, wie lange habe ich jetzt gebraucht? Ich glaube schon so drei, vier Stündchen habe ich jetzt schon gebraucht zum Zusammenbauen. Ich würde sagen, aber eher so 2 bis 3 Stündchen würdet ihr brauchen, wenn ihr nicht nebenbei ein Video noch macht. Dann geht es doch schon ein bisschen schneller von der Hand, schätze ich mal. Und genau, zusammenbauen und dann am Computer anschließen und dann kann man es dann auch schon mal so ein bisschen nutzen, was ich schon mal sehr cool finde. Und was mich halt auch beeindruckt, ist halt dafür, dass ich es selbst zusammengebaut habe. Und dafür ist es doch schon recht genau, muss ich sagen, ne? Also ich könnte mir jetzt vorstellen, wenn ich den Schriftzug etwas größer zum Beispiel hier gemacht hätte, dass der schon etwas deutlicher erkennbar wäre. Ich probiere da auch gleich nochmal ein bisschen rum, werde auch den Schriftzug gleich nochmal etwas größer machen und. Und ja, generell wird rumgespielt, der Laser wird mal dran gemacht, dies, das, jenes. Und da könnt ihr ja auch ein bisschen rumprobieren und unten in der Videobeschreibung habe ich euch, wie gesagt, einmal zu Deal Heroes das Ding hier verlinkt. Ich werde euch aber unten in der Videobeschreibung auch einen Forum-Beitrag verlinken, damit ihr im Forum euch, sage ich mal, gegenseitig Tipps geben könnt. Also wenn ihr Fragen dazu habt, ab ins Forum und schreibt im Forum, hey, ich würde gern das und das machen oder kann mir einer da und dabei helfen. Macht das im Forum, helft euch gegenseitig. Die Community sind aktuell, glaube ich, 4.000, knapp 5.000 Leute oder sowas im Forum, soweit ich weiß. Und da könnt ihr euch absolut gegenseitig gut helfen. Die Leute sind auch sehr aktiv. Und ja, jetzt haben wir nicht nur 3D-Drucker, sondern auch eine CNC-Maschine mit am Start, was ich sehr, sehr, sehr cool finde. Und ja, wie gesagt, wenn euch das Video gefallen hat, Däumchen nach oben geben, würde ich mich sehr drüber freuen. Und natürlich schreibt in die Kommentare und natürlich abonnieren, Glocke aktivieren, nicht vergessen, kostet euch kein Geld, gebt mir einen großen Support und ermöglicht mir weiterhin hier solche Sachen für euch zu machen. Und in diesem Sinne würde ich sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal.